Hallo liebe Leute, da bin ich wieder bei Satinavs Ketten, hier mit dem Geron und der lieben Nuri. Ja, und wir sind das letzte Mal hier in der Höhle von dem Feenforscher stehen geblieben und der scheint offensichtlich nicht da zu sein. Aber der nette Kobold hat uns ja verraten, dass wir wohl in einem Höhlenlabyrinth nachschauen können und ihn dort finden können. Aber wir sollten uns vorher mal umschauen, dass wir uns dort nicht verlaufen. Deswegen schauen wir einfach mal, was wir hier jetzt so finden. Gut, da haben wir eine Feuerstelle. Gucken wir doch mal. Nur noch Kohlen und Asche. Ah, da haben wir auch gleich was mitgenommen. Ein Stück Holzkohle. Naja. Gucken, wozu wir das gebrauchen können. Was sagt er denn dazu? Der Forscher scheint seit Tagen nicht hier gewesen zu sein. Oha. Okay. Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte beleuchtet. Ah. Schauen wir doch mal, ob man damit was anfangen kann. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Oh. Schade eigentlich. Na gut. Nuri, was hast denn du zu erzählen? Nuri. Ja. Gefällt da auch nichts mehr Besonderes ein. Ich schaue mich mal weiter um. Na gut, dann schauen wir mal. Ja, mal hier noch eine Zeichnung. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Das wird mich auch mal interessieren. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Ja. Echt mal, du musst das einfach mal rumdrehen. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Hm. Vielleicht ein Kunstwerk. Tja, ein Kunstwerk also. Na gut. Ja, was haben wir denn noch hier so? Ach, Truhen. Gucken wir doch mal. Rajemine, da sind ja ein Haufen Tafeln drin. Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Das würde mich auch mal interessieren, was das alles ist. Unverständliche Symbole. Ja. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Okay. Unverständliche Symbole. Ja. Damit kann ich... Gut. Da, was steht denn da? Ach, Herr Jemine. Okay, da ist irgendwie 1x4 und 4x1 und eine Spitzhacke mit einer Lore. Dann haben wir hier noch 3x6 und 2x4. Da haben wir hier ein paar Spinnen, zumindest sieht es so aus. Dann haben wir hier 4x1 und 2x4. Was ist denn das? Ist das irgendwie diese Kerze mit der Grotte? Soll das das darstellen? Dann 5x1 und 3x6. Da haben wir hier irgendwie die irgendwelche Edelsteine in der Wand. Also wenn das jetzt eine Rechenaufgabe ist, okay, dann kann man das zwar ja alles ausrechnen, aber hilft uns das jetzt weiter? Naja, wer weiß. Vielleicht später. Im Moment haben wir noch nicht immer was gefunden, was irgendwie ansatzweise damit zu tun haben könnte. Ach, hier gibt es auch noch eine Nische. Was ich schon wieder alles übersehe hier. Habe ich vorhin nicht gesehen, ne? Habe ich nur die Schale gesehen. Gucken uns aber erstmal das Glas an. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Das ist einer dieser Schmetterlinge vom Seeufer. Sommerlinge. Oder Sommerlinge. Ja. Was macht der in einer Vitrine? Das würde mich auch interessieren. Da können wir nie hier. Du mit dem Glas. Du musst ihn befreien. Plöpp. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. Oh je, oh je. Na, können wir das Glas wieder ganz machen hier? Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. Naja, immerhin haben wir es wieder ganz gemacht. So, was macht denn jetzt der Sommerling? Der fliegt jetzt hier schön in der Gegend rum. Jo, na, da gucken wir uns doch nochmal die Nische an. Erkennst du, was dort ist? Nein, du? Nein. Du musst es herausfinden. Ja, ich denk's auch. Guck mal. Da gehe ich nicht rein. Am Ende trete ich auf ein Dorf von Winzlingen.
Tja, okay. Gehen wir mal dahinter und mal gucken, ob wir da noch weiterkommen. Komm, wir gehen einfach. Ja. Nein, ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Okay, ja, schauen wir doch mal. Was haben wir denn alles? Ein Messer, ein Wasserschlauch, wir haben Feuerstein und Stahl, eine Zeichnung und Holzkohle und eine Steintafel. Pass mal auf, wir nehmen mal die Holzkohle, packen die mal in die Schale. Für ein Feuer taugt das Holz nicht mehr. Duh. Es ist völlig verkohlt. Ah, toll. Können wir die Zeichnung da vielleicht? Oh. Vielleicht. Nein. Na, das wäre auch... Also das ist ja auch, ne? Also da kann man ja... Selbst wenn ich den Docht daraus pule, die Kerze brennt nicht mehr. Ja, also an der Stelle bin ich jetzt mal ganz spontan wieder mal überfragt. Ich meine, wir können ja nicht die Decke anzünden. Ne? Das geht ja nicht. Die Steintafel brennt mit Sicherheit auch super. Warum können wir eigentlich nie die Kohle? Das... Als Kind habe ich manchmal mit Kohle gezeichnet. Ja. Kannst du mich zeichnen? Dreidimensional. Dreidimensional? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ja, das ist in der Tat korrekt. Können wir das Wozu nehmen? Denn? Ja, das ist... Ja, okay. Lalalala, da probieren wir hier einfach nochmal ein bisschen rum. Fällt mir da jetzt spontan noch was ein? Uiuiuiui, Mann, Mann, Mann. Ach ja, was ich noch vergessen habe in der letzten Folge. Da muss ich doch gleich nochmal gucken. Da. Ja, hier, wir haben nämlich ganz viel Zeug überlesen. Und da mache ich doch jetzt mal gleich mal noch eine kleine Lesestunde. Also das hatten wir schon, ne? Die Kreaturen des Seers und so weiter. Aber hier in die Blutzinnen bringe ich vielleicht wirklich Unglück. Die Kreaturen haben die Puppenspielerin getötet. Im letzten Augenblick sind wir mit ihrem Wagen entkommen. Jetzt liegen die tödlichen Blutzinnen vor uns. Und wir haben weder Ausrüstung noch die leiseste Ahnung, wie wir diesen Feenforscher dort finden sollen. Im Lager der Zolochai. Der Rote See ist nicht mehr weit. Aber mitten auf dem Weg dorthin haben blutrünstige Orks ihr Lager aufgeschlagen. Wir müssen irgendwie an ihnen vorbeikommen. Wenn ich Nuris Übersetzung richtig deute, warten die Schwarzpelze auf ein Zeichen ihres Blutgottes. Endlich! Der Rote See. Irgendwo hier muss der Feenforscher sein. Ja, schauen wir mal. Wir sind auch schon ein ganzes Stück gekommen. Da war irgendwie das Lager, wenn ich mich recht entsinne. Und hier sind wir jetzt. Ja. Hab ich denn wieder was übersehen? Nö. Wir können die Truhe wieder zumachen, ja. Klick. Plopp. Ja. Feuerstelle. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Ja. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Ach, Herr Jemine. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Okay, das heißt, ihr wollt mir jetzt damit sagen, dass wir nicht hier rausgehen. Nein, die Orks sind da. Tja, alles klar. Okay, das heißt, wir müssen das alles irgendwie hier auf die Reihe kriegen. Okay. Da brennt nichts mehr. Alles schon verkohlt. Boah. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Ja, die Kerze ist völlig runtergebrannt. Kann man hier nie noch irgendwas kaputt machen? Geht nicht. Denk nicht mal dran. Was? Schon gut. So nicht. So leicht zerbricht das nicht. Naja, das dachte ich mir schon fast. So viel haben wir ja hier auch gar nicht mehr. Könnte ich das Glas nochmal kaputt machen? Ich hasse dich. Nein, tust du nicht. Vielleicht können wir mit den Glasscherben irgendwas... So ein Aufstand wegen ein paar Scherben. Ja, Scherben bringen doch Glück, heißt es doch immer. Nuri.
Ja, was ist mit deinem Lichtzauber? Du kannst doch Licht zaubern. Nur in der Nacht. Ich sammle das Mondlicht. Und es scheint kein Mond. Oh. Außerdem kostet es mich viel Kraft. Schon gut. Ich schaue mich mal weiter um. Okay. Nuri hilft uns also auch nicht weiter an der Stelle. Okay, da runter gehen wollen wir auch nicht. Puh. Hier oben rankommen. So ein Auf. Ja. So. Da erzählt er nichts weiter dazu. Bam. Kann man das nochmal ganz machen, Nuri? Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal. Das hast du vorgestern auch schon. Okay, es sagt immer dasselbe. Mein Arm ist zu. So ein Aufstand wie. Es sind noch gar keine Scherben mehr. Also ich bin gerade echt ein bisschen. Boah. 4 mal 1. 2 mal 4. Ja, das ist 4 und 8, aber das ist auch immer das gleiche. Das ist 4, haben wir 18, 8. Dann haben wir 5 und 18, hä? Also, puh, das, ja. Erkennst du, was dort ist? Nein, du. Nee. Nein. Du musst es her. Ja, mach doch. Warum machst du nie deinen komischen Lichtzauber? Da gehe ich nicht rein. Am Ende treten. Dann trittst du halt da drauf. Die Kerze ist. Eieieiei. Können wir mit dem Feuerstab? Ohne eine Kerze oder Lampe hat das wenig Sinn. Ja, Kerze ist schon klar. Also ich meine, können wir die Decke hier benutzen? Windling würde sich die Haare rauf. Also an der Stelle muss ich jetzt echt mal sagen, hallo. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas kaputt machen können. Natürlich nicht. Die Steintafeln. Denk nicht mal. Schon ja, gut. Die zeichnen. So wird das. Meine Kraft wirkt nur auf Tod, wenn überhaupt. Okay, den Rest, den hatten wir ja irgendwann schon mal ausprobiert. Ach so, können wir die Holzkohle vielleicht wieder ganz machen? Wozu? Ich muss dringend mal. Okay, und die. So wird das nicht. Nee. Boah. Alter Verwalter. Können wir hier vielleicht damit. Selbst wenn ich den doch daraus. Okay, können wir nicht mit dem Wasserschlauch. Das bringt wahrscheinlich. Das halte ich von. Ja, ist auch besser. Gibt bloß größere Explosionen. Ach so. Das ist doch keine Vase. Ja, aber jetzt geht der Sommerling dort hin. Oh, sieh mal. Fantastisch. Warum bin ich denn nicht gleich drauf gekommen? Ach. Das sieht sehr labyrinthisch aus, wenn ich das mal so sagen darf. Oha. Oha. Okay, also jetzt kommt wahrscheinlich die Tropfstein. Okay. Das kann ich besser. Ein Stalagmit oder Stalaktit. Eins von beiden. Jo. Nicht sehr schlau. Da wussten wahrscheinlich die Entwickler selber nie, was ist, ne? Ein Stalagmit oder eins von beiden. Okay. Keine Zeit für Experimente. Okay. Was passiert hier? Okay, jetzt habe ich den weggenommen. Aha. Ist es hier dran? Aha. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Aha. Natürlich nicht. Okay. Okay. Okay, das hat jetzt bestimmt mit dieser komischen
Dingens mit dieser Tafel zu tun, werde ich. Okay, da haben wir hier stehen 1 mal 4 und 4 mal 1. Also auf der linken Seite haben wir 1 mal 4. Was auch immer das heißt. Und auf der rechten Seite haben wir 4 mal 1. Okay, auf der linken Seite haben wir 1 mal 4. Jetzt ist die Frage 1 mal 4. Also ich meine 4, 1, 2, 3, 4. Ne? Und 1 wäre quasi das hier. 1 mal 4. Und auf der rechten Seite steht 4 mal 1, aber 4. Hier sind ja gar nicht. Ach so. Ach so, ja, warte mal. Wir können natürlich so zählen. 1, 2, 3, 4. Und dann mal 1 wäre so hier. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Okay, alles klar. So, das wäre das. Das ist die Kupfermine. Ich meine, klar, wir wissen ja eigentlich schon, wo wir hingehen wollen. Aber ich will einfach mal alle Sachen ausprobieren. Nummer 6 mal 3 und 2 mal 4. Einfach nochmal so zum Gucken. 6 mal 3. Da. Und 2 mal 4. Wie gesagt, 2 mal 4. Jetzt total plemplem. 6 mal 3 und 2 mal 4. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. Machen wir weiter. 4 mal 1 und 2 mal 4. Dort wollen wir ja eigentlich hin. 4 mal 1, 2 mal 4. 4. 1, 2, 3, 4 mal 1 und 2, 1, 2 mal 4. Okay. 4 mal 1, 1, 2, 3, 4. Mal 1, das macht ja auch keinen Sinn. 2, 1, 2, mal 4. Nee, da überkreuzen die sich ja noch nicht immer. Boah, aber das erste war schon 1 mal 4 und 1, 2, 3, 4 mal 1. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. So, 3, 4. Hat auch funktioniert. Okay, also das erste war einfach, aber 6 mal 3 und 2 mal 4. 6 mal 3, 2 mal 4. So richtig verstanden habe ich es noch nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 1, 2, 3. 6 mal 3 und 2 mal 4, 1, 2. 2, 3, 4. Na, das bringt natürlich nichts. Okay, vielleicht ist auch so, dass die großen Zahlen immer das obere sind und die kleinen sind immer das untere. Ja, es macht auch keinen Sinn, aber egal. Also 6 mal 3, sagen wir mal 3 mal 6 wäre quasi, die 3 ist hier und die 6 ist hier drüben. Und das hier drüben ist 2 mal 4, das ist das da. Aber 1, 2, das macht ja auch keinen. Sinn. Boah. Puh. Also, Halleluja.
Laut Steintafel liegt dort eine Kupfer. Glaube nicht, dass der Forscher dort... Ja. Einmal vier und viermal eins. Okay, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mal drei. Eins, zwei, drei. 6 mal, was war das? 6 mal 3 und 2 mal 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Nee. Gibt hier überhaupt irgendwas Sinn? Ah. Okay, will das rumprobieren, bringt... sicherlich auch sehr viel. Aber irgendwie sehe ich gerade überhaupt gar nicht. Dieser Steintafel zufolge liegt dort ein Smaragdspinnennest. Bitte. Ich glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Bitte was? Smaragdspinnennest? Also jetzt hat es hier sozusagen das dritte... Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier 1, 2, 3. Also wenn man das hier in der Mitte teilt, ne, 1, 2, 3, dann ist quasi hier 6 mal 3. Okay. Aber 2 mal 4? Oder nee, war das 4 mal 2? 1, 2, 3, 4 mal 2. Ah, das war 4 mal 2, oder? Jetzt gucken wir nochmal nach. Nee, es war 2 mal 4. Ach so, da ist vielleicht das... oben das gemeint. Okay. Okay, probieren wir 4 mal 1 und 2 mal 4. Gucken, ob wir das hinbekommen. 4. Also 4 mal 4 mal 1. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, nee, ich will das weg haben. 1, 2, 3, 4 mal 1. Müsste aber eigentlich dann das hier sein, ne? 2 mal 4. 1, 2 mal 1, 2, 3, 4. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Alles klar. Da bin ich mir zwar noch nicht so sicher, ob du das wirklich weißt, weil das sieht doch sehr verworren aus, aber egal. Wir probieren das einfach mal aus. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüssi, euer Dicekit.